nicht vertraut. Aha, okay. So, da sind wieder irgendwelche Aufträge erledigt. Hallo übrigens, seid mir ganz herzlich willkommen. Wir machen jetzt weiter mit unserem Running Gag, der da heißt Wölfe finden. Und laufen einfach mal so ein bisschen weiter. Da ist ein Fragezeichen. Was haben wir hier? Brief einer Liebenden? Ah. Ach Leute. Da oben, ne, da ist unser, genau, unser Örtchen Redcliff. Wo kommen wir denn da hin? Lass mal gucken. Findet man was? Man soll ja immer Habt ihr suchen. euch eigentlich über alles Notizen gemacht, Varric? Ja, Varric ist ein Jetzt auch ein bisschen Schriftsteller. genauer, Sucher. Genau. Die Inquisition. Ihr habt doch nicht vor, ein Buch über uns zu schreiben, oder? Doch, Macht bestimmt. euch keine Hoffnungen. So interessant seid ihr nun auch wieder nicht. Oh, da ist ein Böser. Dann werden wir dich gleich mal versuchen anzugreifen, ein Gesetzloser. Ja. Da hinten sind, glaube ich, noch ein paar. Ich nehme dabei mal hier, da war doch irgendwo ein Blümchen, genau. Den Blutlotus, den brauchen wir. Ich lasse die anderen mal dabei kämpfen. Die schaffen das auch ohne mich, glaube ich. Oder? Auch vielleicht doch nicht. Komm mal her, wir schießen mit. Und dann geben wir hier mal ein bisschen einen Pfeilhagel rein. So, und. Yes. Und. Dann haben wir die. Okay. So, und jetzt wollen wir mal gucken. Hier hat sie noch Eisen und Blutlotus. Den nehmen wir natürlich mit. Das ist ja völlig klar. Gerade den Blutlotus. Und wo war er denn jetzt? Na, habe ich den jetzt doch noch mitgenommen? Ah. Ein bisschen wirr, ihr Lieben. Ihr verzeiht's mir. Das wird schon. Ah, nochmal Blutlotus. Und wahrscheinlich nochmal Eisen. Her damit. Und schön plingen. Da, so jetzt. Ob wir jetzt wohl irgendwie den Weg zu den Wölfen finden? Ich habe ja jetzt schon. Komm her, plündern. Gebetsstein. Gebetsstein Samit. Nehmen wir mit. Den Gebetsstein lassen wir, wo er ist. Komm her. Verteidiger. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Schwere Rüstung, Verteidiger. Ist das was für meine Cassandra? Rüstung, schwere Rüstung. Oh, pff, da ist ja mein Special viel besser. Definitiv besser. Wie viel haben wir denn eigentlich noch im Platz in unserem Inventar? So langsam wird's wieder eng. Müssen wir uns da mal irgendwann drum kümmern. Schwindelkraut. Befasse dich mit den Wölfen. Ja, wir sind auf dem Weg. Hier waren wir, glaube ich, zumindest noch nicht. Ah, das ist eine Höhle. Und Fragezeichen und Höhlen und ach. Ja, dann gucken wir doch uns das erstmal an, oder? Ah, du bist. Ist die Höhle hier? Nein, da hat es viele Höhlen. Oh, das finde ich cool. Zwei Höhlen. Hüpf. Zwei Höhlen. Und zwei Fragezeichen. Das darf natürlich nicht. Unentdeckt bleiben. Das entdecken wir jetzt. So, sind da irgendwelche Feinde? Feinde nicht. Da ist die Höhle. Gehen wir da rein? Natürlich gehen wir da rein. Klar gehen wir da Wie rein. es scheint, hat die Fereldische Armee entschieden, sich vorerst zurückzuhalten. Warum auch immer? Das ist ganz schön dunkel da, hey Leute. Ach, das ist ja gar nicht die Höhle. Ach, oder ist das die Höhle? Nein, das kann doch nicht sein, oder? Das soll die Höhle gewesen sein? Ja, das ist ja wohl nur eher eine Kaverne, oder? Das ist doch nicht wirklich eine Höhle. Ah, egal. Dann tappen wir hier mal weiter. Das wäre eine Sehenswürdigkeit. Das kann auch nicht schaden. Da oben irgendwo. Mal gucken, ob wir da rumkommen. Nochmal Spindelkraut. Von dem Zeug haben wir wirklich viel. Und eine Kiste. Ah, da müssen wir eben außen rum. Nehmen wir mal die Kiste mit. Plündern. Leuchtendes. Aha. Ein neuer Helm. Und dann nehmen wir auch die Elfenwurzel mit. Das Zeug braucht man ja wirklich.
Ganz dringend zum Forschen. Komm her. Da, Blutlotus. Her damit. Blutlotus. Spindelkraut. Gut. Dann werden wir mal da hochlaufen, um zu gucken, was wir da für eine Sehenswürdigkeit haben, die wir natürlich gleich wieder für uns beanspruchen werden. Da. Los, beanspruchen. Yeah. Bumm. Reuiger Maferat. Und? Da sonst noch irgendwas? Oh, Elfenwurzel, her damit. Blümchen sammeln. Das hat mir auch schon in Oblivion so viel Spaß gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ah, eine Kiste. Ja, wunderbar. Kiste, Kiste, Kiste. Plündern. Schwere Abenteurerrüstung. Nur Krieger, Menschen. Nehmen wir gar nicht mit. Wir nehmen bloß das Gold mit. Wir haben ja keinen Mensch. Nur einen Krieger und der hat eine viel bessere. Nämlich Ljolinas Special. So. Und was haben wir hier jetzt an Quest? Brief einer Liebenden. Aktivieren. Ach, warte mal, genau. Das muss doch hier irgendwo hin, oder? Hallo? Brief einer Liebenden. Bringe Philandaris zu dem Baum auf dem Hügel. Zu dem Baum auf dem Hügel. Willst du mich verarschen? Hallo? Also ich sehe es schon, das wird heute eine ganz wirre Folge, ihr Lieben. Welchen Baum? Auf welchem Hügel? Zu dem da. Hm. Tja, also... Verstehe ich jetzt nicht. Kerkereingang, Höhle. Kerkereingang. Ja, den gucken wir uns auch gleich an. Da unten ist was? Ein Quest? Okay. Höhleneingang. Hm. Kerkereingang. Kerker finde ich gut. Wo muss ich das hinbringen? Da ist wieder ein Wolf. Hm. Ah. Wir markieren wieder unsere Wölfe. Wir sind zwar ganz woanders, aber es ist egal. Diese Wölfe werden echt zum Running Gag. Da sind Feinde, es ist wahrscheinlich der Wolf. Lass uns mal... Wo ist der Kerkereingang? Seid ihr Wölfe? Ja, die sind wahrscheinlich auch wieder reichlich hartnäckig. Wow, wow! Und schön schießen, jawohl. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man da nicht... Da ist noch einer. Also was ich ein bisschen schade finde, plündern Wolfsfell nicht schlecht, ist die Tatsache... Oh, nein. Die sind alle da hinten, die Feinde. Hundsleder. So, Karte. Höhle, Kerkereingang. Was für ein Kerker. Wir laufen da mal zurück. Kerkereingang finde ich gut. Da ist auch irgendwas. Das nehmen wir mit. Komm her, plündern. Das war das Hundi, das ich erschossen habe. Das Wolfshundi, glaube ich mal. Ach nee, ein Fenneke. Ach, ist das nee. Tut mir leid. Da ist noch ein Wolf. Dann schieß mal halt mal. Und noch einen. Komm her, Wolf. Und dann haben wir dich. Höhle. Oh, du bist immer noch nicht tot. Und mal Liliana. Ah, schwarzer Wolf. Auch nicht schlecht. Komm her, schwarzer Wolf. So tot bist du. Plündern. Schwarzes Wolfsfell. Komm her. Ah, nicht nah genug heran. Jawohl. Hundsleder. Hm. So, da ist also diese Höhle. Da waren wir schon drin.
Und wo ist jetzt der Kerker? Ich wieder mit meiner Orientierungsschwierigkeit. Das will ich mir angucken. Kerkereingang will ich sehen. Das ist irgendwie hier hoch, oder? Ja, das war jetzt zu erwarten, dass man da nicht einfach hochkommt. Wenn man dann doch außenrum irgendwie. Oder bist du da hinter dem. Du bist irgendwo da oben. Kann ich denn da irgendwo hochhüpfen? Da sind wieder Feinde. Ja, die spawnen halt, ne? Tötet sie alle! Juppie! Komm her und. Jeppa! Und dann plündern wir noch ein bisschen weiter. Wieder Leder. Komm her, wir schießen dich ab. Gesetzloser Stufe 8. Okay. Und los geht's. Ja, los, Stufe 8. Da nimmt Cassandra, glaube ich, schon ein bisschen Schaden. Wo kamt ihr her? Plündern. Hast du was Gutes für uns? Ah. Braucht man nicht, wollen wir nicht. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie hochlaufen können. Irgendwo müssen die doch hergekommen sein. Ich will diesen Kerker haben, finden. Aha, da hüpft sie, da hüpft sie. Ja, da könnten wir den Kerker finden. Ich glaube, dass wir ganz richtig sind. Wahrscheinlich sind da jetzt wieder Feinde, würde ich mal mit Sicherheit denken. Ein Kerker mitten im Wald? Wer wird denn da eingesperrt? Ah, aufladen. Da können wir ein Licht machen. Brauche ich wieder meinen guten Magier. Komm mal her. Lad's mal auf. Yes, ich danke dir. Und dann nehme ich auch eine Fackel. Ja, du nimmst eine Fackel. Gut. Ob ich auch eine nehmen soll? Warte mal. Ich nehme auch eine. Ich will auch eine Fackel haben. Heißt das jetzt, wir nehmen das magische Feuer mit? Ja, genau das heißt es. Und du nimmst auch eins, mein Guter. Ihr nehmt alle eins. Dann wird's hell. Und dann gucken wir mal, was es da unten gibt. So. Hätte ich schon beim letzten Mal machen sollen. Einfach allen eine Fackel geben. Oh, da ist was. Dann schießen wir gleich mal. Gesetzloser Bogenschütze. Ja, es war zu erwarten, dass da. So, ich schieße ein bisschen, die anderen bleiben stehen. Das ist schon okay. Komm. Jetzt, Cassandra hat es endlich gemerkt. Haben wir unsere Fackel natürlich fallen lassen. So. Und das gibt immer schönen Schaden. So, dann nehmen wir das wieder. Nehmen. Genau. Cassandra, würdest du bitte deine Fackel auch nehmen? Feuerstelle entzünden. Dann tun wir das. Was ist das für ein Kerker? Spannend. Gut, diese Bogensehne haben wir jetzt schon mehrfach gehabt, aber die zünden wir jetzt auch an. Mensch, Varric, geh mir aus dem Weg. Sonst irgendwas hier? Sieht mir nicht so aus. Okay. Amethyst. Es geht eh im Plunder, glaube ich. Mosaik teilnehmen. Irgendwelche Feinde. Allzu viel sehen tut man ja nicht. Also bislang muss ich sagen, dass ich diese ganzen Dungeons ein bisschen klein geraten finde. Was ist da drüben? Das wäre der Ausgang. Also die finde ich ein bisschen klein geraten, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich schade, dass sie sich damit bislang nicht so viel Mühe gegeben haben. Gut, wir halten die Fackel weiter hoch und latschen hier mal weiter. Elfenwurzel. Ich glaube, dass wir jetzt irgendwie da rumkommen könnten. Oh, wir lassen es mal liegen. Falsche Richtung. Da muss es irgendwie lang gehen. Ach, Menne. Komme ich denn da rum? Nein, komme ich nicht. Blutlotus. Komm her, Blutlotus. Dich nehmen wir noch mit.
Meine, zumindest haben wir da eine Menge Blümchen gesammelt. Diese Wölfe machen mich noch irre. Ups, hüpf. Eisen nehmen wir auch noch mit. Komm her, nimm's. Ja. So. Irgendwie muss ich doch da hochkommen. Und da irgendwie weiter. Ja, da haben wir angefangen. Ich werde noch irre. Muss irgendwie da runtergehen. Und, ups, aua. Irgendwie verflixt aber auch. Ich will jetzt endlich, ja. Ich will jetzt endlich. Da kommen wir wieder in dieses komische Lager. Also, hat es irgendeiner von euch geschafft, diese Wölfe schon zu finden? Ich krieg hier noch die Krise, ey. Kann man denn da rüberlaufen? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Kann man über diese Dinger laufen? Nee, sieht mir nicht so aus. Aua. Hm. Probleme mit den Wölfen. Ja, hier waren wir auch schon 1000 Mal. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie müssen wir das doch schaffen können. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, ehrlich. Ah, das macht keinen Spaß mehr. Aber ich höre jetzt nicht auf, bevor ich diese blöden Wölfe nicht gefunden habe. Ich sag's euch. Höfe von Radcliffe. Ja, so langsam reicht's mir hier aber. Lass mal gucken, was wir sonst noch Hübsches haben. Was haben wir denn hier? Hm. Irgendwie muss es doch da hinkommen. Verflixt! Das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist ja schlimmer als in Skyrim, ich sag's euch. Da kommen wir auch nicht weiter. Das wäre richtungsmäßig zumindest. Ich weiß gar nicht, geht denn da ein Weg hin? Ja, hallo. Schön, dass ihr mich kennt. Oh, 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 nicht runterfallen, Erin. Und doch, jetzt rutscht sie halt doch runter. Als hat sie sich wehgetan. Das ist doch wirklich doof, oder? Hm. Spindelkraut. Okay, jetzt gehen wir halt nochmal ins Lager. Und da haben wir alles, was wir brauchen. Dann rasten wir kurz. Und versuchen uns mal ganz in aller Ruhe zu konzentrieren. Und uns zu überlegen, wie wir da denn ankommen. Was haben wir hier eigentlich? Ach, so ein Okularum. Da ist dann noch ein Astrarium. Okay, wir gehen jetzt zu dem Riss, weil ich glaube, dass wir einfach an diesem Riss vorbei müssen. Echt, glaube ich, langsam wirklich. Dann warte mal, dann markieren wir das auch. Vielleicht haben wir jetzt bessere Chancen. Aktivieren, genau. Risse bei den Höfen. Dann gibt es auch wieder ein bisschen Macht, falls wir das schaffen sollten. Ich setze vielleicht kurz einen Speicherpunkt. Speichern. Wobei, ich glaube, nach dem Rasten haben wir sowieso einen Speicherpunkt. Und dann versuchen wir uns nochmal an diesem Riss. Und dann kommen wir vielleicht da oben irgendwie durch diese Klamm. Die nehmen wir noch mit. Komm her. Und ich versuche jetzt mal gar nicht von der Ferne zu schießen, sondern gleich auf diesen Riss zuzurennen. Und mich da so zu positionieren, dass ich auch rankomme. Weil das war ja das Problem. Komm her. Dass ich da nicht rangekommen bin. Oh, wo bist du? So. Kann ich den Riss schon stören? Muss ich wieder näher ran? Komm her. Riss stören. Yes. Oh, wo sind noch welche? Hier. Komm, Riss stören, Riss stören. Und nochmal schießen. Yes, komm auf, los, Skills. Yeah. Cassandra, ja, Gold. Genau, nimm eine.
Ja, die sind, glaube ich, ziemlich heiß. Einer weniger kann ich schon wieder stören. Nee, kann ich nicht. Oder? Doch, jetzt kann ich stören. Dann störe ich. Yes. So. Wo sind die nächsten? Oha. Die Bösen immer. So, und jetzt halten wir mal ganz kurz an. Und hauen da mal ein Feuerchen rein. Cassandra hat ordentlich Schaden genommen. Höherer Schrecken 12. Ja, da muss ich mich nicht wundern. Los. Kann ich schon wieder stören? Los, komm, komm auf. Stör. Oh, wir sind gleich alle wieder tot. Ja, okay. Also gut, dann ziehen wir uns zurück. Zurückziehen, Leute. Kommt ihr jetzt alle? Schlucht der verbannten Männer. Oh Mann, oh Mann. Hm. Aber ihr seid alle bei mir. Das ist doch schön. Kommen wir jetzt hier rum? Ich will doch einfach nur zu diesen, verdammt ich aber auch zu diesen Wölfen. Da ist die Klamm. Hm. Ich muss doch da irgendwo hochkommen. Oder nicht? Das ist echt ein Running Gag. Ja, Stufe 12, also da sind wir noch ein bisschen schwachbrüstig, glaube ich. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es gefunden. Hey, das sieht gut aus, oder? Die Frage ist jetzt nur, ob wir so angegriffen, wie wir sind. Oh, nochmal ein schwarzer Wolf. Auch Stufe 7. Okay. Yes, komm. Das macht immer viel Schaden. Das ist gar nicht schlecht. Und nochmal. Komm, weiterschießen. Geht's euch noch allen gut? Oh, Cassandra, Cassandra, Cassandra. Ich helfe dir. Yes, komm. Und noch einen. Komm. Wow, wow, wow. Sie ist aber immer noch gepanzert, das ist gut. Und jetzt noch ein Vierer hinter... Ah, ich hab's. Wir haben es. Gut. Ah, ich glaube, wir kommen den Wölfen näher. Ah, ich glaub's nicht. Ja, ich weiß, dass ihr alle niedrige Gesundheit habt. Und ich hoffe sehr, dass wir das hier alles noch schaffen. Das müssen die Wölfe sein, vor denen uns Meister Dennets Frau gewarnt hat. Ja. Hundsleder nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das müssen die Wölfe sein. Definitiv. Und wenn wir noch einen Versuch starten müssen, weil wir hier mit unserer Gesundheit nicht klarkommen, Leute. Eure Fähigkeiten sind überaus bemerkenswert, Sucherin. Es ist faszinierend, dabei zuzusehen, wie ihr und die Templer Magie aufhebt. Seid ihr nie zuvor auf Templer getroffen? Nur aus sicherer Entfernung. Ich bin schließlich ein Abtrünniger. Ja, ne? Und sie haben euch nicht ein einziges Mal aufgespürt? Mm-mm. Ich bin ein äußerst vorsichtiger Abtrünniger. Das ist gut zu wissen. So, ihr Lieben, wir haben die Wölfe gefunden. Ist es denn zu glauben? Ich bin so stolz auf mich. Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir so einen Running Gag hatten. Gut, wir sind ein bisschen knapp mit Gesundheit. Hm. Das heißt, ich gebe mir jetzt einen Trank. Und ich gebe Cassandra einen Trank. Und dann gucken wir mal, wo wir da landen. Diese Höhle könnte der Bau unserer seltsamen Wölfe sein. Mhm. Jetzt können wir auch nicht wieder erwecken, weil wenn wir die Gefährten, die gefallen sind, wieder erweckt, kostet es ja einen Trank. Und da wir keinen Trank mehr haben, geht das auch nicht. Da ist schon wieder einer von den Wölfen. Komm her. Und noch einen. Komm, schön schießen.
Yes, komm, auf. Und da sind viele. Da sind verdammt viele. Oh, da haben wir jetzt auch noch so einen. Einen niederen Schrecken. Und los geht's. Und vier. Und. Komm her. Komm her, los. Oh, los geht's, los geht's, los geht's. Und. Puff. Komm auf. Ja, das glaubst du wohl. Vergiftet, ja. Super, Varric. Das gefällt mir gut, wenn du vergiftest. So, haben wir dich jetzt bald? Wow, sind die hartnäckig. Wo sind noch welche? Da ist noch dieser blöde Schrecken. Oh, der kann aber auch ordentlich was ab. Gut, ich glaube, das war keine schlechte Idee, Cassandra und mir. Und? Epa, komm dann. Oh, Junge, 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 Junge. Los, immer schön schießen. Yes, das, der kann was ab. Jetzt haben wir ihn aber. Okay. Nun, da der Dämon tot ist, sollte die Bauern keine Gefahr mehr von den Wölfen drohen. Juhu! Ich nehme an, die Wölfe sind ebenfalls glücklich darüber, nicht mehr von dem Dämon beherrscht zu werden. Na, das weiß man nicht so genau. Muss ich jetzt da hochhüpfen, um das Zeug zu holen? Das ist doch wohl der Hammer. Wir nehmen das ganze Fell jetzt mit. Oh, ich bin so glücklich. Weil ich wurde schon, ihr habt es gemerkt, doch schon deutlich genervt von diesem Wolfsquest. Und jetzt kehren wir dann einfach per Schnellreise, kehren wir zurück zu unserem Lager. Und dann werden wir mal, oh, das ist wieder Onyx. Dann werden wir die stolze, wir nehmen hier alles mit, werden wir die ganz stolz verkünden, dass wir das erledigt haben, diese Quests. Und dann gibt es vielleicht endlich Pferdchens für uns. Oh, da müssen wir noch einmal reiten. Oder oben ist eine Kiste. Hihi. Komm, Onyx. Oh, so gut, dann laufen wir halt außen rum. Meine Herren, stehen Sie mir nicht im Weg herum. Onyx erhalten. Gut. Dann plündern wir das auch. Gibt es wieder was Spannendes zu finden? Zeichen des Leitwolfs? Ein Amulett. Damit werde ich mich beschäftigen, wenn ich Pause mache. Werde ich mal gucken, was wir an Amuletten haben. Werde das Inventar ein bisschen leeren. Oh, Kristallsegen. What the hell? Wow, was bist denn du Tolles? Dich kenne ich noch nicht. Kristallsegen. Ist da was? Nein. Da liegt noch was. Wieder Onyx. Her damit. Und dann haben wir da oben noch dieses Kistchen. Nein, wir haben die Wölfe gefunden. Ist das nicht geil? Da war irgendwo... Da ist nochmal Onyx. Nehmen wir natürlich auch mit. Weil diese Materialien, die haben ja ganz unterschiedliche Eigenschaften. So komme ich da jetzt hoch. Unterschiedliche Eigenschaften, die dazu führen, dass unsere Rüstungen unterschiedliche Eigenschaften bekommen. Söldnerharnisch, mittelschwere Rüstung. Das gucken wir uns gleich mal an. Rüstung, mittelschwer, Söldnerharnisch. Das wäre doch was für mich, oder? Nehmen wir die mal. Die hauen wir in den... Die wollen wir auch nicht mehr haben, hier diese mittelschwere. Hauen wir weg. Okay. Ich hoffe, dass wir die irgendwann benutzen können. Ich weiß, dass die Gesundheit meiner Gefährten niedrig ist. Das ist mir schon klar. So. Haben wir dann alles hier? Das ist ja ein Riesenweg. Da ist nochmal Onyx. Genau, den nehmen wir natürlich mit. Und war hier nicht noch irgendwo ein Quest in der Nähe? Nochmal Kristallsegen. Her damit. Und dann plündern wir noch diese Kiste. Sprengfeuergürtel, den haben wir schon. Mein Inventar ist voll, dann nehmen wir es halt auch nicht mit. Also das Inventar leeren und solche Sachen, das werde ich ohne euch machen. So, ich glaube, dann haben wir hier alles, oder? Ja, sieht mir so aus.
Okay, dann latschen wir wieder runter. Und dann gehen wir wieder raus hier. Ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Weg raus habe. Sieht ganz gut aus. Jetzt wollte ich mal gucken, hier gibt es doch noch eine Quest. Absicherung gegen Plünderer. Ein Mann namens Hazel ist mit einem Geheimprojekt in eine Höhle in den nördlichen Hügeln geflohen, um dort Schutz vor den Kämpfern zu suchen. Aktivier mal. Durchsuche die nördlichen Hügel. Wow, was ein Labyrinth. Da kommen wir her. Die nördlichen Hügel durchsuchen. Das machen wir. Jetzt haben wir erstmal hier die Höhle vorn am Klamm. Dann gehen wir nämlich doch noch nicht zurück, sondern gucken mal, wo bist du? Irgendwo da. Also doch in der Höhle drin, das ist jetzt immer so die Frage. Würde eigentlich denken, ja, ne? Warte mal, da war noch was? Nee. Eingebildet. Gut, dann gehen wir noch mal rein in die Höhle und haben vielleicht irgendwas übersehen. Vielleicht haben wir was übersehen, Wolfshöhlung. Aber ich glaube nicht. Oder? Da geht's weiter. Das haben wir, glaube ich, noch nicht entdeckt, oder? Das kann ich gar nicht scannen, doch. Die Lichtverhältnisse sind teilweise echt schwierig, finde ich. Was Oh. ist euer Geheimnis beim Schreiben, Varric? Ich finde nie die passenden Worte. Ihr schreibt? Im Ernst? Ich musste schon einige Berichte verfassen, aber sie sind immer so. Trocken, langweilig, öde, steif? Ihr seid ein Ekel. Ich helfe euch nur, die richtigen Worte zu finden. Sag mal, habe ich nicht gelesen, dass man die Gefährten, wenn die sich unterhalten, dass man sich da auch einmischen kann? Wie geht das? Hat das einer von euch zufällig schon entdeckt? Ah, vielleicht müssen wir da oben rum. Lass es mich nochmal probieren. Da unten ist ja nichts mehr. Da kommen wir bloß wieder hier rum, wo wir gerade waren, ne, würde ich denken. Genau. Vielleicht müssen wir da irgendwie oben rum. Ich meine, warum sollten Wölfe? Ne, da geht's nicht weiter. Und schon geht die Sucherei weiter. War ich so stolz, dass ich die Wölfe gefunden habe? Ist das da oben oder ist das irgendwo da unten? Hüpf mal runter. Ah, wieder wehgetan. Egal. Leute, wir gehen jetzt zurück ins Lager. Jawohl, wir reisen dahin. Irgendwann werden wir das schon finden. Machen vielleicht noch einen Ritt für heute, weil das müssen wir ja noch Es tun. gibt nichts zu berichten, Sir. Das ist schade. Nichts gefunden. Gruppe wechseln, ja, kann ich immer noch nicht. Ich weiß zwar jetzt, wo meine Gefährten sind, aber, oder einige davon. Wen ich noch nicht gefunden habe, ist Sarah. Auf die freue ich mich besonders, weil die muss klasse sein, habe ich schon gelesen. Und immerhin ist sie ja für mich eine mögliche Romanzenpartnerin, neben Josephine. Von daher wäre es schön, wenn wir die irgendwann mal finden würden, aber wer weiß, wo die sich rumtreibt. So, jetzt reiten wir noch mal eine Runde. Und dann haben wir nämlich alles gemacht, um unsere Pferdchen zu kriegen, glaube Gut ich. gemacht. Ja. Hättet ihr Lust auf ein weiteres Rennen? Jo, eins noch. Steckt die nächste Strecke ab. Genau. Ausgezeichnet. Schwingt euch in den Sattel. Ich werde sie auf der Stelle festlegen. So, dann bin ich mal gespannt, wo es diesmal lang geht. Wo ist mein Pferd? Achso, mein Pferdchen rufen. Ja, klar. Komm mal her. Rösslein, komm. Ach, hübsches Pferdchen. Hübsches Pferdchen. Ich will gar kein anderes Reittier. Ich finde die Reitanimation übrigens wirklich richtig gut gemacht, muss ich euch mal sagen.
Ja, komm. Ja, nicht. So. Aber jetzt, bevor wir losmachen, gucken wir erstmal, wo es lang geht. Ja, ich würde sagen, rechts rum, oder? Also, rechts rum! Hallo? War ich schon wieder falsch? Komm mal her. Oder wär's links rumgegangen? Nö. Nö. Ach, dann gucken wir doch einfach mal. Komm her. Wir gucken einfach mal, ob wir jetzt alles erledigt haben, damit wir endlich Pferdchen kriegen. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich werde dann gucken, dass ich mein Inventar leer kriege. So, haben wir denn eigentlich alle Wachtürme? Ich weiß gar nicht. Bronn? Wenn sich diese Flüchtlinge selbst schützen wollen, brauchen sie auch vernünftige Verteidigungsanlagen. Ich hätte da die eine oder andere Idee. Na, ich habe die Wachtürme gebaut. Ich bin eurer Empfehlung gefolgt und habe in den entsprechenden Gebieten Wachtürme errichtet. Was macht denn Cassandra da? So werden sowohl eure Flüchtlinge als auch unsere Bauern gewarnt sein, wenn das nächste Mal Ärger droht. Ja. Ich werde mit dem Meister sprechen und veranlassen, dass eure Leute an der Wegkreuzung Waffen erhalten. Danke. Super. Okay. Die Wölfe haben wir jetzt auch gemacht. Hihi. Dann gehen wir jetzt zu Muttchen. Komm her. Ups. Oh. Das ist... Ah, na, also geschafft. Komm her, Muttchen. Euch um die Wölfe, damit haben wir doch. Bauern wieder sicher sind. Die Wölfe sind keine Gefahr mehr. Sie sollten jetzt wieder normal sein. Sie werden euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Freut mich, das zu hören. Ich werde die Bauern benachrichtigen und meinen Mann wissen lassen, was ihr getan habt. Es mag euch vielleicht unbedeutend erscheinen, aber ihr habt diesem Land Hoffnung gegeben, die es dringend brauchte. Ich danke euch. Gut, das haben wir doch gerne. Dann gehen wir jetzt. Wo ist der Paps? Paps ist im Haus, genau. Und dann gibt es vielleicht Pferdchen für uns. Meister Dennett. Pferdchen. Elena sagt, ihr hättet euch um diese verfluchten Dämonenwölfe gekümmert. Jetzt sollte es für unsere Bauern wieder sicherer sein. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt, Inquisition. Meine gesamte Herde gehört euch. Gemeinsam mit ein paar guten Leuten, die sich um sie kümmern. Ja, super, danke, Herr. Und, tretet ihr der Inquisition bei? Ihr habt der Inquisition eure Stallburschen und Pferde überlassen. Genau. Was ist mit euch? Naja, ihr habt hier ordentlich aufgeräumt. Und ich kann nicht behaupten, es würde mich nicht reizen. Trotzdem fühlt es sich falsch an, mein Land zu verlassen und wieder Stallmeister zu spielen. Ah, Besonderes. Cassandra, kannst du helfen? Seid ihr ein Anhänger Andrastes? Das hier ist eine Glaubensangelegenheit. Der Erbauer würde wollen, dass die Besten sich uns anschließen. Mhm. Ich habe schon viel über euch Leute gehört. Kann aber nicht behaupten, dass mich eure Sache interessieren würde. Ach komm. Na schön, Inquisition. Ja. Ich kümmere mich selbst um eure Pferde. Keiner soll sagen können, Radcliffe hätte nicht seine besten Leute geschickt. Lasst mich hier nur noch ein paar Dinge klären und mich von meiner Frau verabschieden. Wir sehen uns dann in Haven. Juhu! Perfekt! Ich bin begeistert! Ihr Lieben, das soll es gewesen sein für heute. Das war doch schon und wieder einen Emissär gewonnen. Ich werde jetzt zur Wegkreuzung gehen und mal ein bisschen aufräumen im Inventar und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald! Ciao! Radcliffe.